So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Döblin gehört zweifellos zu den führenden und exponiertesten Köpfen der Weimarer Republik. Er war ein Autor von einer Innovationskraft sondergleichen noch vor Brecht, dem er viele Hinweise, Tipps, Hilfen gegeben hat. Er war ein sich politisch, kulturpolitisch äußernder Intellektueller, dessen Stimme beachtet wurde. Er hat mit seinem Roman Berlin-Alexanderplatz, das ist das Titelcover-Umschlagbild von 1929, den vermutlich doch repräsentativsten Roman der Weimarer Republik verfasst. Deswegen repräsentativ, weil er die bis dahin entwickelten Techniken der avantgardistischen Moderne synthetisiert hat und mit dem Großstadtthema verknüpft hat auf eine Weise, wie es bis dahin überhaupt nicht das gegeben hat. Dieser Roman wurde um 1930 Gegenstand einer Kontroverse über die Frage, wo der deutsche Dichter seinen Standpunkt haben wird, über die Frage des Verhältnisses von Provinz und Metropole. Das ist der Höhepunkt 1930 einer langen Debatte, die von Beginn der Weimarer Republik an statt hatte und bei der es immer um die kulturelle Grundausrichtung der deutschen Intellektualität, der deutschen Gesellschaft, der deutschen Dichtung ging. Und im Übrigen hält diese Debatte ja bis heute an. Sie haben es vorhin gesehen, welche Mühe Herr Kollege Hillesheim hatte und welche Freude, dass er hier in der Metropole reden darf, von Augsburg kommend. Ich komme von Heidelberg, das ist noch viel, viel kleiner. Aber jetzt wieder ernsthaft, im Übrigen könnte die Debatte Provinz oder Metropole mit der neuen Entwicklung Berlins durchaus wieder etwas an Brisanz gewinnen. Allerdings nicht mehr so wie um 1930, weil inzwischen die Moderne nun so gefestigt ist, dass es die Debatte, die wir damals beobachten können, mit Sicherheit nicht mehr geben wird. Diese Debatte begann sofort am Anfang der Weimarer Republik. Am 10. Januar 1919 hat dieser am Bodensee lebende Arzt und Schriftsteller Ludwig Fink, der mit Hermann Hesse befreundet war, ein sehr erfolgreicher Autor damals, ein Manifest veröffentlicht im süddeutschen Merkur, im schwäbischen Merkur, Verzeihung, mit dem Titel Der Geist von Berlin. Und darin wendet sich Fink gegen das unruhige, revolutionäre, kommunistische und so weiter Berlin und verlangt, dass sich die Provinz oder dass sich Deutschland überhaupt von Berlin abkehrt. Berlin ist eine Größe für sich selber, sagt er. Wir brauchen eine neue Hauptstadt, die muss neu gebaut werden in Waldgebieten, so wie ein schwäbisches Dorf mit Rathaus, Kirche, Wirtshaus in der Mitte. Drumherum kommt dann ein bisschen Industrie und so weiter und Verwaltung. Und außenrum muss Landwirtschaft sein. Das ist ganz wichtig, damit man das ganze Leben vor Augen hat. Jedenfalls sagt er, los von Berlin heißt unsere Devise. Dem Geist von Berlin muss ein anderer entgegengestellt werden, der Geist von Deutschland, und das ist der Geist der Provinz. So meint Fink. Nun, wenn man das verstehen will, darf man nicht nur auf die Entwicklung nach der Novemberrevolution 1918/19, die läuft da ja noch am 10. Januar, da ist gerade der Spartakusaufstand in Berlin. Man darf aber nicht nur diese revolutionären Dinge im Auge behalten, sondern muss die sozialgeschichtliche Stadtentwicklung in Deutschland beobachten. Vorausgeht nämlich ein unglaubliches Anwachsen der Großstädte in Deutschland. Bis 1870 gab es 8 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. 1910 hatten wir 48. Und wenn Sie das Beispiel Essen anschauen, dann sehen Sie, wie ungeheuer das voranging. 1870 51.000 Einwohner. Ich lese die Zahlen nicht vor, die können Sie selber verfolgen. Aber 1922 sind wir bei 480.000. Leipzig als ein anderes Beispiel nicht ganz so stark, auch München nicht ganz so stark, aber trotzdem doch beachtlich von 170.000 auf 660.000 wachsen diese Städte an. Und Berlin stellt alles andere in den Schatten. 1870
820.000 Einwohner, 1910 2 Millionen und dann kommt im Herbst 1920 die Bildung von Groß-Berlin und da hat es schlagartig 4 Millionen Einwohner, eine Fläche so groß wie die Insel Rügen und die ist nicht klein. Größenrang, flächenmäßig die zweitgrößte Stadt der Welt nach Einwohnerzahl, die drittgrößte Stadt der Welt. Dieser Prozess der Urbanisierung, der natürlich durch die Industrialisierung bedingt ist, ist in der Literatur vielfach beschrieben worden. Das kann man leicht nachlesen, etwa in einem Reklamband mit Großstadtlyrik. Oder die Großstadtlyrik setzt in den Jahren um 1870 ein, also da, wo die Großstädte nun vermehrt in Erscheinung treten, da setzt auch die Großstadtlyrik ein, dass der Locus Classicus sozusagen ist das Buch der Zeit von Arno Holz, heute vergessen, damals ein bedeutender Autor, zusammen mit Gerhard Hauptmann gehört er zu den Begründern des Berliner Naturalismus und der hat 1885 dieses Buch der Zeit, Lieder eines Modernen veröffentlicht, mit einem großen Kapitel von 50 Seiten Großstadtlyrik. Dort wird Großstadtlyrik zum ersten Mal im großen Format geboten, weil man jetzt nicht mehr an dieser Zeit, an diesem Phänomen der Großstadtbildung vorbeikam. Viele Gedichte in diesen Anthologien beschreiben die Einfahrt von in der Provinz geborenen jungen Leuten in die großen Städte, vorzugsweise in Berlin. Das wird eindrucksvoll beschrieben, wie der Zug nach Berlin einfährt und wie man dieses Häusermeer bewundert und fast nicht fassen kann, wo man nun angekommen ist. Das Eintauchen dann in das städtische Leben, in das großstädtische Leben mit großer Faszination beschrieben. Ein kleines Beispiel habe ich, es entwickelt sich auch eine eigene Ästhetik, nämlich die Ästhetik, dass die Stimmen der Großstadt unmittelbar vor Augen geführt werden und eine Ästhetik des Nebeneinander. Ein Auszug aus einem kurzen Gedicht von diesem Karl Henkel. Wagen, das beginnt erzählerisch. Wagen rollen in langen Reihen, magisch leuchtet der blaue Schein, hastig huschen Gestalten vorbei, Bruder Studio zum Freunde spricht. Das ist jetzt wichtig. Da ist noch eine Inquid-Formel. Es wird gesagt, dass jemand spricht und dieser wird auch benannt. Warte, das Mädlein kommt uns nicht. Geht noch ein bisschen weiter, lasse ich weg. Dann geht's wieder erzählerisch weiter. Steht der Gardist, Gardesoldat, in Positur, weil der Hauptmann vorüberfuhr, lässt seine Donna im Stich allein. Doppelpunkt, das ist die verkürzte Inquid-Formel. Wieder gesagt, jetzt spricht der Gardist. Ja, liebste Rosa, Respekt muss sein. Deswegen nimmt er Haltung an, wenn der Hauptmann vorbeifährt und lässt sein Mädchen stehen. So, und jetzt kommen Stimmen Berlins ohne Inquid-Formel. Da steht jetzt nicht mehr Blumenausrufe, ruft oder so etwas, sondern da hört man nun die Stimmen unmittelbar. Das ist das, was wir später bei Döblin als Montagetechnik bezeichnen, wo die Dinge unmittelbar in den Text eingefügt werden. Blumen, Blumen, du kaufst ein Bukett, Rosen und Veilchen duften so nett, bitte mein Herr und so weiter. Dann sehen sie, scher dich zum Teufel, du Gassendud, das sagt wieder jemand anderes, red so auf Ehre und so weiter. Sie sehen, da kommen dann wörtliche Rede einfach aneinandergereiht, ohne erzählerische Einleitung. Die Stimmen der Stadt in ihrer Vielfältigkeit, mit ihren verschiedenen Interessen, werden direkt präsentiert. Wenn man sich vor Augen halten will, was das literaturgeschichtlich bedeutet, dann muss man nur einmal überlegen, wie Romantiker einen Abend beschrieben haben. Eichendorf, schweigt der Menschen laute Lust, rauscht die Erde wie in Träumen, wunderbar mit allen Bäumen, was dem Herzen kaum bewusst. Alte Zeiten, linde Trauer und es schweifen leise Schauer, wetterleuchtend durch die Brust. Der Abend ist die Stunde der Einkehr, wo man in sich hineinhorchen kann. In der Großstadt geht man abends auf den Boulevard und fängt zu flanieren an, guckt den Mädchen nach oder hat sonst etwas im Sinn und das wird hier vorgeführt. Die Großstadt, die Entwicklung der Großstadt veranlasst die Autoren, sich diesem Gegenstand zu stellen
Und da ist, wir haben das gerade schon gehört, aber ich zitiere das trotzdem nochmals, da ist Brecht der Autor, wo das am besten zu sehen ist. 1921, als ich mir überlegte, was Kipling machte, kam ich zu der epochalen Entdeckung, dass Kipling-Dschungelbuch, dass eigentlich noch kein Mensch die große Stadt als Dschungel beschrieben hat. Wo sind ihre Helden, ihre Kolonisatoren, ihre Opfer? Das ist das, was Brecht dann durch sein Werk hindurch vorführt, mit einem ersten Höhepunkt in der Dreigroschenoper. Die Feindseligkeit der großen Stadt, ihre bösartige, steinerne Konsistenz. Erinnern Sie sich an die Zitate von Herrn Hillesheim aus dem Lesebuch der Städtebewohner, wo man die Empathie zurückdrängen soll. Also die Feindseligkeit der großen Stadt, ihre bösartige, steinerne Konsistenz, ihre babylonische Sprachverwirrung, kurz ihre Poesie ist noch nicht geschaffen. Brecht will sie schaffen, Dublin wird sie auch schaffen. Nun gibt es in dieser Zeit eine Philosophie der Großstadt, die in zwei Lager gespalten ist, die Großstadtbefürworter und die Großstadtkritiker. Ich beginne mit den Befürwortern. Der berühmteste Essay zu diesem Thema stammt von Georg Simmel, einem Soziologen, der lange in Berlin gelebt hat, bis 1914, da kam er nach Straßburg, aber sonst ein Großstädter, ein Berliner war und 1903 einen Essay veröffentlicht hat, die Großstadt und das Geistesleben, 17 Seiten, aber außerordentlich gehaltvoll. Simmel geht von einer Gegenüberstellung von Kleinstadt und Großstadt aus. Die Kleinstadt, ich habe die wichtigsten Leitbegriffe herausgeholt. Die Großstadt ist gekennzeichnet durch persönliche Bekanntschaft, Anteilnahme am Schicksal aller, Gemüthaftigkeit mit einem natürlichen und gelassenen Lebensrhythmus. Dagegen die Großstadt, Anonymität, Reserviertheit, Intellektualität, Pünktlichkeit, Exaktheit, Berechenbarkeit. Das verlangt man vom großstädtischen Menschen. Der Charakter der Großstadt laut Simmel, Verstandesmäßigkeit der Sozialbeziehungen. Nicht Gemüthaftigkeit, nicht Empathie, sondern Verstandesmäßigkeit. Sachlichkeit in der Behandlung von Menschen und Dingen, Paarung von formaler Gerechtigkeit und rücksichtsloser Härte. Das ist das, was Brecht immer vor Augen führte, rücksichtslose Härte der Großstädter. Folge, im Gegensatz zu den Kleinlichkeiten und Präjudizierungen, die den Kleinstädter einengen, ist der Großstädter frei. Verstandesmäßigkeit, formale Gerechtigkeit schafft Freiheit, während der Kleinstädter immer mit den Nachbarn empathisierend, sympathisierend auf Du und Du verhandeln muss. Und so kommt Simmel zu einer letzten emanzipationsgeschichtlichen Wertung. Die Großstadt ist für ihn die vorläufig letzte Stufe der Befreiung des Individuums aus den historischen Bindungen der Religion, Moral und der politischen Dispositionen. So viel Simmel als Vertreter der Großstadtbefürworter. Nun zwei Vertreter der großstadtkritischen Fraktion. Das ist zum einen Oswald Spengler mit dem Untergang des Abendlandes 1918-1922. Für Spengler ist die Großstadt die Realisierungsform und das Symbol einer Kultur in ihrer zivilisatorisch verflachten, phelachoiden Spätzeit. Die Großstädter wohnen zwar nicht in Zelten, aber noch viel miserabler. Noch viel miserabler, weil sie keine Natur mehr um sich herum haben und in einer Steinwüste wohnen. Die Großstadt ist für Spengler nichts anderes als eine anorganische Anhäufung von Mietskasernen und Zweckbauten, ein uniformierter Lebensraum für Menschenmassen, die von der Erfahrung des natürlichen Lebens abgeschlossen sind, keinen Bauernhof mehr gesehen haben, keine Kuh, nicht mehr wissen, woher die Milch kommt, dabei aber rationalistisch verkümmerte Gehirnmenschen sind unfähig, das ist nun für uns Literaten wichtig, unfähig, schöpferisch tätig zu sein und beständige Werke und Werte zu schaffen. Ihre Kunst, die Großstädterkunst, epigonal, parasitär, verlogen, flach, flüchtig. So Spengler. Und das ist nicht der einzige, ich zitiere ein zweites Beispiel, Rudolf Borchardt. Rudolf Borchardt war ein Philosoph, Literaturhistoriker,
Historiker, Kulturhistoriker, hochbegabter Schriftsteller aus Königsberg, stammend aus jüdischem Haus. Das sage ich jetzt extra auch, weil in der Forschungsliteratur in den letzten Jahrzehnten durchaus immer wieder betont wurde, dass die Verteidiger der Großstadt vorzugsweise aus dem jüdischen Bereich kommen und die Kritiker der Großstadt allesamt fast aus dem deutschen Bereich. Das stimmt nicht. Sie können hier beobachten, dass das ganz und gar durcheinander geht. Auf die Vertreter dieser beiden, nehmen Sie das jetzt bitte nicht, legen Sie das nicht auf die Goldwaage, Ethnien, Kulturbestände oder wie man das immer nennen will, sind auf jeden Fall in beiden Lagern zu finden. Dieser Borchardt schrieb 1927 in einem Aufsatz Schöpferische Restauration. Das lese ich jetzt vor, damit Sie hören, wie die Großstadt angegriffen wurde und woher dieses Ressentiment kommt. Das Volk der Romantik, sagt Borchardt, besteht nicht mehr. Die Umschichtung der 40er und der 50er Jahre, also die Industrialisierung plus Urbanisierung, hat das alte Volk, soweit es überhaupt noch die Scholle seiner Väter bewohnt, fast überall von der Überlieferung seiner Väter halb abgerissen. Wir haben in Deutschland 45 Großstädte, von denen 43 zur Zeit der Romantik nicht bestanden. Und sie sind ausnahmslos auf das Proletariat gegründet, das der Romantik unbekannt war und das im Sinne nicht etwa einer dünkelhaften Ästhetenkultur, sondern im Sinne der alten deutschen Kultur von zwei Jahrtausenden eine Abfallsmenschheit und ein Menschheitsabfall ist, angesogen durch das aufzehrende Vakuum des großstädtischen Arbeiterbedarfs und in diesem Vakuum in kürzester Zeit die Beute des Kapitalismus, da könnte ja was dran sein, der Sensation und der Reklame reduziert auf ein Halbmenschen- und Viertelsmenschenwesen ohne Nationalität, ohne Erinnerung an eine Vorzeit, ja fast ohne Väter und in nichts anderem als dem Wahlrecht und der Steuerpflicht dazu befähigt, Teil eines Volkes zu sein, von der Fähigkeit zur Nation zu gehören, außer durch heroische Einzelanstrengungen abgeschnitten. So hat man um 1927 geredet. Etwas, was wir nach 1945 uns abgewöhnt haben und jetzt fangen wieder einige Idioten an mit diesem Sound. So, der Großstadtdiskurs wurde dann ging dann weiter, auch schön dokumentiert in einem Marbach, in Marbach im Museum entstandenen Büchlein und an anderen Orten. Dieser Großstadtdiskurs ging weiter und drehte sich eine Zeit lang vor allem unter den Intellektuellen und Autoren um die Frage, wo der Standort des genuinen deutschen Dichters ist, kommt uns heute lächerlich vor, nicht wahr? Aber damals schien das den Zeitgenossen gar nicht so lächerlich zu sein. Wo hat der deutsche Dichter seinen Platz? Es gab zwei Fraktionen, die Provinzialen. Ich nehme als Beispiel Gustav Renzen. Heute auch vergessen, gehört Pastor von Beruf, war dann Schriftsteller, ist mit dem Roman Jörn Uhl 1910 weltberühmt geworden. Der wurde also 1925 nach Amerika reiste, vom amerikanischen Präsidenten empfangen, weil der diesen Roman gelesen hatte. Kandidat für den Nobelpreis, also ein durch und durch respektabler Autor. Später findet man ihn bei den Völkischen und dann bei den Nationalsozialisten. Jetzt schauen wir mal, wie sich dieser zeigt. Das ist aus seinem Lebensbericht. Da charakterisiert er sich als deutschen Dichter. Und dann heißt es, ich war in meiner ganzen Breite aus schierem Dorfblut. Der deutsche Dichter kommt vom Dorf und wohnt auf dem Dorf. Aus guter alter, vornehmer Bauernkultur. Das Dorfleben ist durchaus nicht eng und beschränkt, wie Simmel sagte. Im Gegenteil, man kennt in solchen Dörfern, Kirchspielen und kleinen Städten wohl hunderte Familien, ihre Vorfahren, Häuser und Tätigkeiten. Man kennt die, man sympathisiert mit ihnen, wenn man nicht verstritten ist, man hat Empathie mit ihnen. Und so erlebt man mehr an Menschlichem als der Großstädter. Und das Menschliche ist für einen Schriftsteller, einen Erzähler, das Wertvolle. So
wurde ich, aus dem Dorf kommend, ein deutscher Erzähler. So ist alles in wohliger Spielerei, in üppiger Langsamkeit auf dem Dorf entstanden. Nun bin ich ein stiller Dorfmann. Und so zeigt er sich vor seinem kleinen Haus stehend oder im Gespräch mit einem Fuhrmann und seinem Enkelkind oder was auch immer, die irgendetwas transportieren, oder vor seinem Haus stehen die Kinderscharen um sich und denen erzählt er oder fragt sie etwas ab. So zeigt sich der deutsche Dichter 1930. Dagegen Alfred Döblin 1928. Alfred Döblin im Buch Zu Hause auf der Straße aus Anlass seines 50. Geburtstags. Sie sehen, man weiß gar nicht, wo der sitzt, auf der Straße oder in seinem Sprechzimmer oder in seiner Privatwohnung als Radiobastler, wie man weiß. Jedenfalls, er ist ganz und gar in die Stadt hineingezogen und lebt gewissermaßen im Rahmen voll aufgehend in der Stadt als Arzt und Dichter. Noch einmal die beiden Bilder nebeneinander gehalten. Und aber auch da jetzt, um es nochmals deutlich zu sagen, das ist keine Gegenüberstellung, keine Kontrastbildung, die etwas mit Deutschtum und Judentum zu tun hätte, sondern wir finden, so wie Borchardt jüdischer Herkunft gegen die Großstädte wettert, so finden wir auf der anderen Seite auch deutsche Verherrlicher der Großstadt. Gottfried Benn, in einem kleinen Nest geboren, wo alles ländlich war und klein, wo er 1913 einmal in einem kleinen Essay geschrieben hat: In meinem Dorf, wo ich aufwuchs, war alles unmittelbar zu Gott fest verankert in der Erde. Dann zieht er aber weg nach Berlin, studiert dort, wird Mediziner und wird zum beredesten Vertreter der Großstadt. 1933, wie der Industrialismus, gehört die Großstadt zur Ananke des 20. Jahrhunderts. Ananke ist Grundbedingung, zwanghafte Art, der man nicht entfliehen kann. Schicksal, Verhängnis, aus dem es keine Ausflucht gibt. Also die Großstadt ist die Ananke des 20. Jahrhunderts. 1935 hat ihn die Wehrmacht, zu der er wieder sich begeben hat, um sich zu schützen, nach Hannover versetzt. Das kam ihm als ein Dorf vor, Provinz gegenüber Berlin. Und da schreibt an seinen Freund Oelze aus Hannover: War Sonnabend Sonntag in Berlin. Wie hat mich diese Stadt wieder erregt? Ihre Abendstunden am Sonnabend zwischen 5 und 6, das, was der Henkel beschrieb, ihr monströster Genussapparat, ihre Sicherheit, ihr Mördergesicht, ihr kaltes Zerschmettern alles Provinziellen. Noch einmal jetzt, ihr kaltes Zerschmettern alles Provinziellen, kläglichen, kärglichen nur Wollens. Hier in der Metropole heißt es Form werden und vollbringen, Ausrufezeichen. Statt meines Lebens, meines Schicksals, meiner schönsten Jahre, immer werde ich Heimweh nach ihr haben. Und 1950 in einem poetologischen Rückblick auf sein Schaffen: Wir sind aus Riesenstädten in der City, nur in der City schwärmen und klagen die Musen, nicht mehr auf dem Dorf. So Benn. Um 1930 entbrannte dann eine publizistische Kontroverse um das Verhältnis Provinz-Großstadt. Die hat zwei Exponenten als Vertreter und Organe. Einmal die großstädtische Position, die Verhimmelung der Großstadt, und die scharfe Kritik an der Provinz ist zu finden bei Kurt Tucholsky in der Weltbühne, damals die auflagenstärkste intellektuelle Zeitschrift, in der Tucholsky seit Anfang der 20er Jahre, 23, 24, bis zum Ende eine große Reihe von Essays geschrieben hat, Reportagen und so weiter, wo er die
Zurückgebliebenheit, die Tumpheit, das Reaktionäre, das Spießbürgerliche, Kleinliche und so weiter der Großstadt immer wieder angeprangert hat. Und auf der anderen Seite haben wir als Organ die Zeitschrift Das Deutsche Volkstum, Deutsches Volkstum, herausgegeben von Wilhelm Stapel, erinnern Sie sich, darüber hat gestern Herr Vordermeier gesprochen, und einem zweiten Journalisten und Kulturphilosophen namens Albrecht Erich Günther. Nicht der berüchtigte Rassen-Günther des Dritten Reichs, sondern ein Namensvetter, aber nicht miteinander verwandt. Diese beiden werden zu Vertretern der Großstadtkritik, gehen mit scharfen Attacken gegen die Großstadt vor. Ich werde nachher einige davon zitieren. Bevor ich aber das mache, im Zusammenhang mit Berlin-Alexanderplatz, möchte ich auf einen Aufsatz von diesem Albrecht Erich Günther hinweisen, der 1930 erschien, mit dem Titel Die Kleinstadt. Na, das ist die Gegenposition deutlich markiert und gesetzt. Und dieser Aufsatz ist ein Lob auf die bildende Wirkung der Kleinstadt, die so Günther unentbehrlich ist, auch für den modernen Autor. Warum? Er sagt, die Kleinstadt zieht den Einzelnen in das Leben der Gemeinschaft ein und zeigt das Leben als eine objektive Ordnung, wie er sagt, oder eine sinnvolle Totalität. Und zwar in der räumlichen Strukturierung, Kirche, Rathaus, Gaststätten, Gewerberinge, Landwirtschaft, sinnvolle Totalität. Dann in der öffentlichen Inszenierung des Lebens von der Wiege bis zur Bahre, Geburt, Taufe, Firmung, Konfirmation und so weiter. Das sind alles Akte, die gemeinschaftlich begangen, gemeinschaftlich miterlebt werden. Also in der öffentlichen, gemeinschaftlichen Inszenierung des Lebens. Dann in der unmittelbaren oder vermittelten Kommunikation eines jeden mit einem jeden. Muss man nicht ganz wörtlich nehmen, aber trotzdem in den damaligen Kleinstädten, 16.000, 17.000 Einwohner, 24.000 Einwohner, die Kommunikation hat doch so stattgefunden, vor allem noch bei der Fixierung der Menschen auf die persönlichen Beziehungen, dass man vom Leben der anderen in großem Maßstab erfuhr. Das meint Günther, wenn er sagt, in der Kleinstadt erfährt man das Leben als objektive Ordnung und sinnvolle Totalität. Das ist das Positive. Dann geht er allerdings weiter und sagt, aber es herrschen dort auch Klassengeist, Kontrollzucht, Unduldsamkeit. Und diese drei Faktoren, Klassengeist, Kontrollzucht, Unduldsamkeit, diese drei Faktoren sind es, die die jungen Begabten, die Besten hinaustreiben aus den Kleinstädten und in die Großstädte jagen, wo sie sich dann als moderne Zeitgenossen intellektuell, künstlerisch, politisch entfalten können. Günther, sehen wir also, ist keineswegs borniert gegenüber der Großstadt, nur möchte er den Wert der Kleinstadt betont haben. So, vor diesem Hintergrund begann nun um 1930 ein Streit über Alfred Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz, die Geschichte von Franz Bieberkopf, der im Herbst 1928 als Vorabdruck in der Frankfurter Zeitung erschienen ist und im Frühjahr 1929 in Buchform. Damals schrieb dann jener Wilhelm Stapel, das lese ich jetzt vor, ein neuer Großangriff auf die deutsche Literatur beginnt eben jetzt. Der Berliner Roman ist das. Ein neuer Großangriff auf die deutsche Kultur durch den sogenannten Berliner Roman. Zwar hat die Frankfurter Zeitung mit Döblins Alexanderplatz eine blutige Niederlage erlitten. Da haben sich nämlich Leser zuhauf zu Wort gemeldet und haben geschrieben, so ungefähr, wir wollen nicht durch diesen Dreck und Sumpf waden, das alles wollen wir nicht lesen und nicht uns
vorgesetzt bekommen. Also deswegen sagt Stapel, zwar hat die Frankfurter Zeitung mit Döblins Alexanderplatz eine blutige Niederlage erlitten, aber mit Aufdringlichkeit und geistiger Überlegenheit wird man schließlich zum Ziel gelangen. Die republikanischen Geistigen arbeiten nach dem Schema Frankreich, Berlin will und muss Deutschland werden, also wie in Frankreich die Metropole, was Paris für Frankreich, muss Berlin für Deutschland werden. Darum ist die Glorifizierung und Mystifizierung der Berliner Atmosphäre vom Alexanderplatz bis zum Kurfürstendamm ein Unternehmen von kulturgeschichtlicher Bedeutung. Kulturwende heißt es. Deutschland wird Berlinhörig, das Deutschtum wird zum Berlinertum. Wir gehen einer Kessen-Zukunft entgegen. Na, das ist die fundamental wichtige Weichenstellung, die hier thematisiert wird. Wollen wir Deutsche sein, Provinziale oder Kesse, Metropolitanen? Und, schreibt er weiter, alle diese verschlissenen Ironien, alle diese neuen Sachlichkeiten, alle diese Reportage, das sind die Mittel, mit denen Döblin in der Tat auch arbeitet. Dieser aufgeregte Griede Berlin ist ja nichts als die Unfähigkeit, die Probleme unserer Zeit geistig zu bezwingen. Man sehe sich die Erzeugnisse dieser Geistigen an, ihre Logik ist ohne Spannweite, ihr Seelisches ist dürftig, darum macht man aus der Not die Tugend der Sachlichkeit, ihre Gestaltungskraft ist ohnmächtig, die Komposition fällt bröckelnd auseinander. Das kann man in der Tat, wenn man bösartig ist, in Berlin-Alexanderplatz alles beobachten. Eindruck wird an Eindruck gereiht, Nervenreiz, Nervenreiz, keine Größe, keine Tiefe, keine Gewalt des Geistes, nur Wendigkeit, Unstete, Nervenhaftigkeit, Gehirntrümmer. So dieser Stapel über Berlin-Alexanderplatz. Nun zu diesem Roman selbst. Er hat, wie Sie sehen, einen Doppeltitel, Berlin-Alexanderplatz und die Geschichte vom Franz Bieberkopf. Alexanderplatz ist das Zentrum des Berliner Ostens, kleine Leute, Proletariat, teilweise organisiert, teilweise nicht, Lumpenproletariat, wie man damals auch gesagt hat, Ganoven, Dirnen, Zuhälter und Ähnliches. Ein paar Kassenärzte wohnen dort, wie Döblin selber, ein paar Rechtsanwälte und dann gibt es jede Menge Kneipen. Das ist das Milieu, das Döblin uns vor Augen führt. Keineswegs das ganze Berlin. Ausgeblendet bleibt das gediegene mittlere Bürgertum, bleibt das Großbürgertum, also die Blancs, auch Einsteins und so weiter, die tauchen da natürlich nicht auf. Ausgeblendet bleibt das Heer der diszipliniert lebenden Angestellten, bleibt die Beamtenschaft, bleibt die seriöse Politik, die taucht nicht auf in Berlin-Alexanderplatz, bleibt das ganze geistige und musische Berlin zugunsten dieses Milieus um Alexanderplatz, was mit einem Wort als Lumpenproletariat ein bisschen abschätzig, aber nicht falsch gekennzeichnet ist. Also eine Fokussierung auf ein problematisches Milieu, auf Menschen, die materiell am Existenzminimum ohne Sicherheit leben, nicht wissen, von was sie morgen oder nächste Woche leben können, moralisch verwahrlost und politisch desorientiert sind durch den Krieg, die versandete Revolution, die Inflation, die Arbeitslosigkeit und die Stimulantien der Roaring Twenties. Berlin-Alexanderplatz spielt 1926. Diese Leute, die verarmt sind, verwahrlost, die werden jetzt auch noch den Verlockungen des Konsums und der Unterhaltungsindustrie ausgesetzt. Das wird nun nicht in Form von soziologischen Exkursen dargestellt, auch nicht in Form von erzählerischen Milieuschilderungen wie in realistischen Romanen, sondern mit einer Vielzahl von eingesprengten, einmontierten Zitaten aus Zeitungen, Reklamen, Verordnungen, Statistiken, politischen Verlautbarungen und so weiter. Zuerst einmal hier eine kleine Stelle, wo Sie sehen können, wie Berlin-Alexanderplatz als Text aussieht. Und noch einmal, einmontiert sind die Stimmen der Stadt. Es regnete links in der Münzstraße,
blinkenden Schilder. Erzählerisch wird auf blinkende Schilder aufmerksam gemacht. Die Kinos waren, an der Ecke kam er nicht durch. Die Menschen standen an einem Zaun, da ging es tief runter. Die Schienen der elektrischen liefen auf Bohlen frei in der Luft. Eben fuhr langsam eine elektrische rüber. Sie, jetzt kommt Bieberkopf, das geht ihm durch den Kopf. Sieh mal an, die bauen Untergrundbahn, muss doch Arbeit geben in Berlin. Da war ein Kino. Und jetzt müsste er eigentlich auch stehen mit einem Schild davor, das darauf hinwies, dass Jugendliche unter so und so weiter, steht aber nicht, sondern es wird direkt einmontiert, Jugendlichen unter 17 Jahren ist der Eintritt verboten. Auf dem Riesenplakat, wieder Hinweis auf etwas, was man wahrnehmen kann, stand knallrot ein Herr mit einer Treppe und so weiter. Darunter stand, jetzt wird wieder eingeblendet, was man lesen kann, elternlos, Schicksal und so weiter. Das sind die Stimmen Berlins, die auf diesen Bieberkopf permanent einströmen. Und diese Stimmen Berlins hat Döblin zu einem guten Teil aus Zeitungen und anderen Dokumenten genommen. Das ist eine Manuskriptseite aus Berlin, Alexanderplatz, wo man sieht, wie er in seine für ihn selber nicht lesbare Schrift eine einen Zeitungsausschnitt hineingeklebt hat, der dann abgetippt wurde mit dem Manuskript und gedruckt wurde. So kommt also dieser vielstimmige, großstädtische Roman zustande. Seine Technik wurde von den Kunstkritikern, die etwas von der modernen Literatur verstanden und ihr nicht feindlich gegenüberstanden, wie Stapel. Na, der Stapel sieht in all dem nur Chaos, Durcheinander, Gestaltungsunfähigkeit, das sieht der Stapel darin. Die anderen, Julius Barb, Axel Eggebrecht und andere, die sagen, nein, das folgt doch einem ganz anderen Prinzip, nämlich dem Montageprinzip, dem schnellen Wechsel der Blickpunkte, der Wahrnehmungen, hinzukommen der Assoziationen, die im Helden innerlich ablaufen, so dass man ein dichtes Gewebe von äußerlichen Wahrnehmungen, von Wahrnehmung des Äußeren und inneren Reflexionen oder zumindest emotionalen Reaktionen hat. Das ist die Größe dieses Romans und deswegen ist er der exemplarische Großstadtroman, weil er das Erleben der Großstadt durch ein Individuum, das sich in dieser Zeit in einer problematischen Situation ist, also offen ist für alles Mögliche, weil es das Leben dieser Großstadt durch ein solches Individuum abbildet. Das ist nochmals eine Stelle, wo man das sehen kann. Da kommen die Geräusche hinein, die auf den Großstadtbewohner einstürzen. Rum, rum, wuchtet vor Aschinger auf dem Alexanderplatz die Dampframme. Ist das völlig undenkbar, dass Thomas Mann einmal das Wort rum, rum irgendwo hineingeschrieben hätte in einen Roman? Die Gewerbe werden hineingezogen, dann kommen lange Passagen, die aus irgendwelchen Verordnungen der Stadt oder wem auch immer zitieren, so dass doch ein Bild der städtischen Infrastruktur, der Organisation dieser Großstadt entsteht. Sie erinnern sich, der Roman hat einen Doppeltitel, Berlin-Alexanderplatz, und darunter steht dann die Geschichte von Franz Bieberkopf, das heißt ein problematisches Individuum wird herausgegriffen und sein Leben wird erzählt, ein wüstes Leben. Der Mann ist Bau- und Transportarbeiter, Mitte 30, ein Tum von einem Mann, im Krieg traumatisiert, von der Revolution enttäuscht, während der Inflation um 1922, 23 arbeitslos, wird Zuhälter, erschlägt seine Braut, wie das heißt, im Affekt, weil sie nach einem anderen Ausschau hielt, mit einem Sahneschläger, mit einem Schlag vor die Brust, solche Kraft hat er, und er muss dafür 4 Jahre ins Zuchthaus, wird 1927 entlassen, will anständig bleiben in Berlin, scheitert aber mit seinem Vorsatz, weil die Verhältnisse sind nicht so, würde Brecht gesagt haben, scheitert also mit diesem Vorsatz, anständig zu bleiben, wird zum Trinker, das heißt zum Trinker, zum Säufer, kommt bald wieder mit Kriminellen in Kontakt, verliert in einer Auseinandersetzung einen Arm, ist dann also ein Krüppel, wird unfreiwillig wieder Zuhälter, schlägt auch seine neue Braut fast tot, obwohl er sie liebt, und verliert sie dann durch den Mord. Danach fällt er in einen katatonen Stupor, liegt also flach für 6 Wochen ungefähr,
bis an die Grenze des Todes führt, und dann kommt er doch wieder zu sich, überlebt, kommt zur Besinnung und wird Nachtwächter in einem Autohaus mit einer vernünftigen Lebenseinstellung. Am Ende heißt es, wir wissen, was wir wissen müssen, wir haben es teuer bezahlen müssen. Die Ochsen bilden eine Zunft, dem Menschen ist gegeben die Vernunft. Das ist die Lehre aus diesem Roman. Bieberkopf ist nicht eigentlich ein böser Mensch, sondern zeitgemäß gewaltfixiert, unkontrolliert, ein haltloser Mensch, der vom verwahrlosten Milieu um den Alexanderplatz ergriffen wird, mit ihm sympathisiert, darunter leidet, dieses auch spürt, aber zur kritischen Reflexion bis am Ende, bis diese Zitate stehen, die ich gerade vorgetragen habe, nicht fähig ist und keinen Ausweg findet. Also nicht eigentlich ein böser Mensch, sondern einer, der in der Großstadt unter die Räder gekommen ist. Döblin stellt das so dar, dass wir mit diesem problematischen Helden und einem Teil seiner Umgebung sympathisieren. Die kleine Prostituierte, die dieser Bieberkopf am Ende hat, die wird als geradezu Heilige gezeichnet. Er bewegt uns nicht nur mit diesem, sondern mit anderen Momenten ähnlicher Art zur Empathie, ja sogar zur Sympathie mit einem Totschläger, einem Zuhälter, mit Prostituierten und Einbrechern. Wenn man diesen Roman liest, ohne sich den Dingen zu verschließen, was einem da vorgeführt wird, da reibt man sich dann die Augen und denkt, wer bin ich eigentlich manchmal? Also wenn so eine Situation vorkommt, der Bieberkopf, der hat zwei Freundinnen, die Eva ist die Ältere, die Mieze ist die Neue. Die Mieze kann keine Kinder kriegen, hätte aber gerne ein Kind, macht also mit der Eva aus, dass Bieberkopf der Eva ein Kind macht, das sie dann gemeinsam haben. Heute vielleicht nicht mehr, aber um 1928 hat man sich doch gewundert über diese große emotionale Spannbreite, deren es bedurfte, um so etwas zu machen und um die Aushebelung aller normalen bürgerlichen Moralvorstellungen. Also unsere eingebürgerten moralischen Urteile werden ausgehebelt durch die Faszinationskraft der Darstellung, durch die Einsicht in die negativen Bedingungen dieser Existenzen, vor allem aber dadurch, dass sie als Opfer des menschlichen Daseins gezeigt werden. Die stecken im Schlamassel und können nicht raus. Moral gibt es dir, eine höhere Moral gibt es für sie nicht, weil die Verhältnisse halt so nicht sind. Sie werden als Opfer des menschlichen Daseins gezeigt und sie werden in einem weiteren Sinn als Exponenten von nichts weniger gezeigt als dessen, was man im religiösen, im christlichen Bereich die Heilsgeschichte nennt. Es sind Figuren, an denen sich Heilsgeschichte vollzieht. Wenn Stapel, der kein Dummkopf war, ein bisschen aufgeschlossener gewesen wäre, dann hätte er dieses bemerkt und hätte nicht diesen idiotischen Vorwurf erhoben, dass dieser Roman geistlos sei und keine Hintergründe kenne. Es sind Figuren der Heilsgeschichte, die in diesem Roman vorgeführt werden, Figuren, an denen Heilsgeschichte sich vollzieht. Das wird ganz deutlich gemacht. Bieberkopf wird, das ist jetzt so eine Passage, da liegt er vor dem Sofa, ist ziemlich hilflos, ein paar Juden stehen um ihn rum, die haben ihn gerettet. Und jetzt kommt einfach einmontiert etwas aus der Bibel. Mit funkelnden Augen betrachtete der Alte den fremden Mann, der bat. So, jetzt müsste eigentlich stehen, dem alten Juden, das ist ein Rebbe, ging durch den Kopf, was er in der Bibel gelesen hat und was für diesen da zutrifft. Sprach Jeremia, wir wollen Babylon heilen, aber es ließ sich nicht helfen. Verlasst es, wir wollen jeglicher nach seinem Lande ziehen. Das Schwert komme über die Chaldäer, über die Bewohner Babylons. Also, der Bieberkopf ist ein Chaldäer, über den das Schwert kommen muss. Geht ein bisschen weiter, dann kommt eine zweite solche Einsprengsel, da wird Esther zitiert. Bieberkopf ist jemand, der Helferinnen
braucht. Esther ist eine der großen Helferfiguren der Bibel. Biberkopf braucht jemanden, der Helferinnen braucht. Er bekommt sie. Eine hat er schon, das ist seine frühere Freundin Eva. Und die zweite bekommt er, die heißt Emilie. Er nennt sie Mieze. Mieze ist der Kosename für Maria. Also hat er Eva und Maria an der Seite, Alpha et Omega gewissermaßen. Und das wird fortgesetzt als Emblem, wird durch Zitation aus der geheimen Offenbarung die mörderische Hure Babylon über das Geschehen und die Stadt Berlin gestellt. Berlin ist Babylon und was darunter passiert, das ist das, was in der Bibel gesagt wird, was mit den Menschen passieren wird. Sie sind der Hure Babylon ausgeliefert. Sie sehen, das ist auch wieder so eine schöne Montagestelle. Biberkopf sitzt in der Kneipe, hat ordentlich gebechert. Im Alkohol ist er für einen Moment hellsichtig, hellseherisch. Das dürfte man heute gar nicht mehr schreiben. Und nun komm her, du, komm, ich will dir etwas zeigen, die große Hure, die Hure Babylon. Das ist nicht wörtliches Zitat, sondern von Döblin paraphrasiert, die am Wasser sitzt und die Menschen ermordet und frisst. So, das ist also Berlin-Alexanderplatz, das Leben der modernen Großstadt in einem problematischen Milieu, das durch die Entwicklung der Moderne, Urbanisierung, Krieg, Revolution, Inflation und so weiter beschädigt ist und für die Betroffenen kaum Heil zulässt, nur in weiterer Perspektive. Das ist also dieser Roman, der nun von den völkischen Autoren, von den Vertretern einer völkischen Poetik, kann man immerhin auch so sagen, scharf kritisiert worden ist. Ich habe für diese Kritik eine gewisse Verständnis. Wir sollen das, glaube ich, nicht einfach abtun als etwas, was völlig vorgestrig und hirnrissig war. Dieser Roman war eine Zumutung für die Zeitgenossen in moralischer und auch in darstellerischer Hinsicht. Wenn man diese Passage anschaut, wo beschrieben wird, wie Franz Biberkopf seine zweite Geliebte fast wieder totschlägt, ein Mensch, der außer Rand und Band geraten ist, seinen Namen nicht mehr kennt, wie er auf diese Frau einschlägt, er kniet auf ihr und schlägt auf sie ein und was mit ihr passiert, Mietzes aufgerissener Mund, Erdbeben, Blitz, Donner, die Gleise durchgerissen, verbogen, der Bahnhof, das Wärterhäuschen, alles hin, also es ist Weltuntergang für diese Frau, muss man sich vor Augen halten. Auch Passagen, die wir bei einem Thomas Mann nie finden könnten. Was ist kaputt? Also sie schreit, Mieses aufgerissener Mund. Was ist kaputt? Fragt er. Schreien, unaufhörlich aus ihrem Mund, qualvolles Schreien. Gegen das hinter dem Rauch auf dem Bett, da liegt der Freund Reinholz, eine Schreimauer. Schreien Lanzen gegen das da. Höher hin, schrei Steine. Das ist jetzt der avantgardistische Expressionismus, der das in kräftige Metaphern einkleidet. Also das waren selbstverständlich Herausforderungen für die Autoren, die an Fontane gewöhnt waren, auch noch zur Not an Thomas Mann. Ästhetische Herausforderungen mit moralischen Herausforderungen verbunden. Wenn uns heute etwas Ähnliches begegnen würde, schwer vorstellbar, denn die Entgrenzung der moralischen und ästhetischen Prinzipien ist ja so weit gediehen, dass man fast nicht mehr weiß, mit was man noch provozieren sollte. Als der Schweizer Autor Ammann heißt er, vor 15, 20 Jahren ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Babyficker, ich ficke Babys. Als Hauptsatz hat er sofort den Klagenfurter Buchpreis erhalten. Also, ich will damit sagen, selbstverständlich stehe ich auf Seiten Döblins, das ist ja völlig klar. Aber die Kritik an seinem Roman ist historisch zumindest einmal nicht zu rechtfertigen, aber historisch in gewisser Weise zu
verstehen als Reaktion auf eine ästhetische und moralische Herausforderung der Zeitgenossenschaft.